Kindheit und Jugend prägten ihn aus einfachen Verhältnissen einer gemischt konfessionellen Familie der mitteldeutschen Diaspora stammenden Lorenz. 1922 empfing er das Sakrament der Priesterweihe. Von 1922 bis 1926 war er als Pfarrvikar in Oebisfelde tätig, später vor allem in Herne und Dortmund als Religionslehrer im Schuldienst. Während des Zweiten Weltkriegs wirkte er zunächst als Divisionspfarrer, ehe er im Jahre 1941 zum Erzbischof von Paderborn ernannt wurde. Am 19. Oktober 1941 empfing er die Bischofsweihe durch den päpstlichen Nuntius in Deutschland, Erzbischof Cesari Osnigo. Er wurde am 15. Januar 1965 durch Papst Paul VI. Als Kardinalpriester mit der Titelkirche San Leonini in das Kardinalskollegium aufgenommen. Mit seiner Ernennung zum Kardinal wird erstmals einem Bischof von Paderborn die Berufung in das höchste Beratungsgremium des Papstes zuteil. Papst Paul VI. Würdigt hierdurch vor allem Jägers besondere seelsorgerische Leistungen. Von 1950 bis 1975 war er Großprior der deutschen Statthalterei des Ritterordens vom Heiligen Grab zu Jerusalem. Lorenz Jäger wurde am 1. Januar 1956 Ehrenbürgerrecht der Stadt Paderborn verliehen. In Paderborn, Arnsberg, Marsberg, Wenden und Wersinstraßen nach Lorenz Kardinal Jäger benannt.